Ruanderinnen und Ruander, wie ihr alle wisst, hat sich unser Präsident für eine sehr wichtige Versammlung nach Dar es Salaam begeben und sollte heute Abend zurückkehren. Aber soeben haben wir die schreckliche Neuigkeit erfahren, dass sein Flugzeug bei der Landung von unseren Feinden abgeschossen wurde. Der Staatschef und alle, die ihn begleitet haben, sind dabei ums Leben gekommen. Deshalb werden ab sofort alle unsere Sendungen unterbrochen. Sie hören die 7. Sinfonie von Bruckner. Als am 6. April 1994 das Flugzeug des ruandischen Präsidenten Juvenal Habyarimana von zwei Raketen getroffen wurde, war dies das Startsignal für einen der grausamsten Genozide der Geschichte. In knapp 100 Tagen wurden 1 Million Angehörige der Tutsi-Minderheit und Tausende gemäßigter Hutu ermordet. So klang Radio Television Libre de Miquelon, kurz RTLM, das den Genozid wie eine Werbekampagne vorbereitet und begleitet hat. Ein Radio, wie es die westlichen Entwicklungshelfer hören wollten. Jung, interaktiv, kritisch, humorvoll. Völlig anders als das ruandische Regierungsradio, in dem lange, autoritäre Erklärungen verlesen wurden, so wie man das aus Osteuropa oder der Sowjetunion kannte. RTLM mischte alles mit allem. Gute Laune, Sportnachrichten, Popmusik und klassische Musik. RTLM war genau die Art privates Radio, das nach dem Ende des Kalten Kriegs in Zentralafrika von der internationalen Gemeinschaft gefördert wurde. Das Problem dabei war nur, dass sich niemand darum kümmerte, was eigentlich genau auf RTLM gesagt wurde. Ihr hört Radio RTLM, Radio Simpa, die Stimme des Volkes, das Radio, das euch die Wahrheit sagt, die ganze Wahrheit und sogar ein paar Geheimnisse. Euch allen, die zuhören, Courage. So klingt RTLM in der Theaterfassung, die ich mit Schauspielern aus Ruanda und Belgien inszeniert habe. Für die Inszenierung haben wir das Sendestudio von Kigali originalgetreu nachgebaut und mit Zitaten, Musik und akustischen Elementen gearbeitet, die während des Genozids tatsächlich verwendet wurden. Verstehen die Tutsi denn nicht, dass sie alle vernichtet werden? All die Tutsi, die früher bei uns angerufen haben, wo sind sie hin? Sie wurden bestimmt ausgelöscht. Freuen wir uns, Freunde, die Tutsi sind vernichtet. Freuen wir uns, Freunde, Gott ist immer gerecht. Gott ist tatsächlich immer gerecht und sie werden ganz bestimmt bald ausgerottet. Hate Radio. Radio Television Libre de Mille Collines und der Genozid in Ruanda. Ein Feature von Milo Rau. Courage! Und auch wenn uns das Bier langsam ausgeht, sollen die Leute in Gisenyi uns Neues brauen. Braut uns Bier, damit wir Spaß haben. Denn wir stehen kurz davor, diesen Krieg, den die FPR-Rebellen, die Tutsi-Kakerlaken und wer auch immer uns aufgezwungen haben, auf spektakuläre Weise zu gewinnen. Unsere Freunde an den Straßensperren, die Leute im ganzen Land und die Soldaten der ruandischen Armee an der Front, alle stehen kurz vor dem Sieg. Glaubt niemanden, der sagt, dass immer mehr Rebellen bis nach Kigali kommen. Nein, es kommen keine neuen Rebellen mehr. Es sind immer noch dieselben, die völlig erschöpft und ausgehungert in den Tod rennen. Diese Selbstmörder. Ja, Radio RTLM spricht zu euch. Power! Denn dieses Radio gehört allen Ruandern und auch allen Ausländern, die RTLM Aktien gekauft haben. Kurz, dieses Radio gehört allen. Das war Kantano Habimana am Mikro. Radio RTLM ist euer Radio. Wir plaudern, wir senden gute Musik und interessante Nachrichten.
Merci, Joseph. Danke, Joseph. Liebe Zuhörer von Radio RTLM, heute Abend seid ihr in Begleitung von Cantano Habimana, Georges Rougeau, Valérie Bimeriki. Am Mischpult Joseph Rudatsikira. Nous allons vous parler de beaucoup de choses, nous vous communiquerons les nouvelles fraîches. Wir sprechen über alles und senden euch die allerneuesten Nachrichten. Aber bevor wir mit dem Programm weiterfahren, gebe ich das Mikro an meinen Kollegen Georges Rougeau weiter für die Kriegsnachrichten. Und so beginnen wir den Abend mit einer klaren Vorstellung. Denn die Leute fangen an, sich ernsthaft Fragen zu stellen. Ja, man fängt an, sich Fragen zu stellen. Énormément de questions, Georges. Merci Valérie, bonsoir à vous tous, chers auditeurs de la RTLM. Danke Valérie. Guten Abend euch allen, liebe Zuhörer. Wir kommen also zu den neuesten Kriegsnachrichten und ein paar Kommentaren von unserer Seite. J'ai fait partie du FPR, j'étais militaire et on avançait. Ich gehörte damals zur Tutsi-Rebellenarmee und wir rückten vor. Wir kämpften gegen die Regierungsarmee, gegen das völkermordende Regime und eine ihrer wirksamsten Waffen war RTLM. Diogène Tarindwa, Schauspieler, Ruanda. Unsere Truppe war keine besonders gut ausgerüstete Armee. Wir hatten keine Drohnen, auch keine ausgefeilten Kommunikationsmittel. So kam es, dass wir die Neuigkeiten von der Front über RTLM empfangen haben. On avait les nouvelles du front par cette propagande de la RTLM. Côté Roulindo, 31 tués du côté du FPR, de nombreux fusils ont été saisis. In Roulindo gab es 31 Tote auf Seiten der Kakerlaken. Viele Gewehre wurden beschlagnahmt, unter anderem 19 Kalaschnikows und ein schweres Maschinengewehr mit samt Munition. Et donc du coup, il y a quelque chose qui me faisait rire. Natürlich brachten mich diese Berichte auch immer wieder zum Lachen. Wenn dir jemand sagt, 20 Kakerlaken haben uns angegriffen, wir haben aber 50 getötet. Ganz ehrlich, da musst du lachen. Franchement, ça fait rire. Die gute Nachricht ist, dass wir allein gestern an der Front mehr als 51 Leute getötet haben. Wir halten uns gut. Wir sind dabei, diesen Krieg zu gewinnen. Vor allem aber, jedenfalls im damaligen Kontext, war RTLM das Radio mit, in Anführungsstrichen, den besten DJs, den besten Songs. Es wurde schnell die angesagteste Station, das Radio, das zu den Jungen spricht. Denn Ruanda ist wie die meisten afrikanischen Länder ein sehr junges Land. Es ging also darum, diese Jugend dazu zu bringen, das Unfassbare zu tun, das Nichtwiedergutzumachende. Man musste in ihren Codes zu ihr sprechen, mit der angesagtesten Musik. Und vor allem musste man ihr beweisen, dass Machete und Coolness keine Widersprüche sind. Man kann am Samstagabend in die Disco gehen mit seinem Mädchen und am Sonntag früh steht man an der Straßensperre mit der Machete und der Handgranate in der Hand. Avec sa machette et sa grenade. Chers auditeurs, je tiens à vous rappeler que comme chaque soir après. Liebe Zuhörer, ich möchte euch daran erinnern, dass ihr wie jeden Abend nach 9.30 Uhr die Musik selber bestimmt. Also ruft uns an und nennt uns eure Lieblingstitel aus Ruanda, aus dem Kongo, aus Frankreich, aus Amerika und sogar aus Uganda. Denn RTLM spielt Musik aus der ganzen Welt. Hier ein Sub für dich. Honest. Honest! Heute ist es so, dass alle technischen Medien untrennbar verbunden sind mit dem, was wir seit den 50er Jahren Errungenschaften der Popkultur nennen. Die ganze Welt sendet bestimmte Lieder, sendet bestimmte Songs, die auftauchen. Klaus Teweleit, Kulturtheoretiker und Schriftsteller, Freiburg. Also ist die politische Macht heute gezwungen, sich mit bestimmten Teilen dieses Pop-Imperium zu verbinden, die zu benutzen. Das kann man natürlich machen mit Leuten, die das gar nicht mal vorspielen müssen. Ne? Die selber kiffen, Bier trinken am Mikrofon und dabei sagen, bring die Kakerlaken um, wie viel Tutsi hast du heute geschafft in dieser Mixtur. Diese Mixtur ist natürlich noch, haut noch viel stärker rein und ist noch viel unabwendbarer als nur eine Führerstimme, die heftig rumkräht und sagt, ihr sollt jetzt das und das machen. Ich grüße die jungen Leute, die dort beim Schlachthof in der Nähe von Kimisagara wohnen. Kümmert euch gut um diese Kakerlaken. Gestern habe ich diese jungen Leute dort getroffen, wie sie den Zouk tanzten.
Sie hatten sogar ein kleines Schweinchen geschlachtet. Also wirklich, was habt ihr mir bloß zu rauchen gegeben? Es hat einen ziemlich üblen Einfluss auf mich. Ich habe schon 3 Handvoll davon geraucht und es ist viel zu stark. Aber es hilft mir, den Mut nicht zu verlieren. Behaltet die Kloaken gut im Auge, damit euch keine Kakerlake entkommt. Raucht etwas und bereitet den Kakerlaken ein böses Ende. Ah, dieses Gras kommt wirklich vom Rücken des Krokodils. Das hat mich wirklich fertig gemacht. Unsere Zulieferer sollen uns weiterhin mit großen Mengen versorgen, damit wir stark bleiben, damit wir wütend bleiben und für unser Land kämpfen können. Ja, meine Freunde, genau so soll es sein. Aber passt auf und raucht nicht zu viel davon, sonst... Also Courage, bleibt dran und hört RTLM. Mugire Courage kandi mukomeze mwumve RTLM. On va construire la RTLM plutôt sur le mode des radios libre FM. RTLM war konzipiert nach Art westlicher Privatradios. Das sind sehr lebendige Formate im Stil von Radio Energie, Fun Radio, mit sehr bekannten Moderatoren. Sébastien Foucault, Schauspieler, Belgien. Très énergique, des gens parfois connus. Cantano Habimana zum Beispiel kommt aus dem Fußballmilieu. Er war ein sehr bekannter Fußballfan, eine Art Fanlegende. Mascotte de supporter de foot. Nagira ngo baze ndamutse umwe mu bakunzi ba RTLM uduhamagaye. Wiriwe. Guten Tag. Witwa. Wie heißt du? Jean-Pierre Kajuga. Jean-Pierre Kajuga. Woher kommst du, Jean-Pierre? Ich komme aus der Gemeinde Morambi in der Provinz Byumba. Ah. Jean-Pierre, nicyo ushaka kugeza ku batwumva. Jean-Pierre, was willst du uns sagen? Danke, Katano. Ich bin aus Morambi, wie ich bereits sagte. Ich rufe an, weil ich den Leuten von Morambi etwas zu sagen habe. Aber ich richte mich auch an alle Ruander. Byumba ist vor einiger Zeit zur Hochburg der Tutsi-Rebellen geworden. Ich will euch also sagen, wacht auf, ihr Leute aus Byumba. Erwache Ruanda. Wir müssen Wege finden, wie wir uns verteidigen können. Wir müssen uns von diesen Rebellen befreien. Wir dürfen nicht mehr zögern. Ich danke euch. Urakoze, Jean-Pierre. Danke, Jean-Pierre. Du hast absolut recht. Die Zeit ist gekommen, dass wir uns verteidigen. Jeder soll seine Habe, seine Frauen und seine Kinder gegen die Rebellen verteidigen. Bleibt wachsam, durchkämmt alle Straßen und Wege und versucht, ihre Verstecke zu finden. Vielen Dank für diesen wunderbaren Rat an das ruandische Volk, Jean-Pierre. Vielen Dank, Katano. Wir lieben euer Radio. Ihr habt euch eine Medaille verdient, denn euer Radio hilft vielen Menschen. Kämpft weiter so. Ich danke euch ganz herzlich. Bevor RTLM auf Sendung ging, fand ein richtig geiles Casting statt. Wie für eine Popband wurden verschiedene Typen ausgewählt. Neben Cantona Habimana waren vor allem 2 Moderatoren programmprägend. Valerie Bemeriki, die einzige weibliche Moderatorin von RTLM, die als Gegengewicht zu Cantano etwas Volkstümliches, Ländliches und Religiöses verkörperte. Und Georges Rutschi, ein Belgier. Er spielte bei RTLM die Rolle des Alibi-Weißen, des europäischen Intellektuellen, der die antiwestlichen Affekte ins Spiel bringt. Er war zuständig für die Nachrichten und verstand sich als Kommentator. Vraiment, vraiment, en tout cas, nous nous posons la question de savoir... Monsieur Clinton est-il bien au courant de la réalité rwandaise? Wir fragen uns, weiß Herr Clinton über die Realität in Ruanda Bescheid? Ich bezweifle es. Es ist auch sehr fraglich, ob Herr Clinton fähig ist, zu beurteilen oder zu entscheiden, was hier in Ruanda geschieht oder geschehen soll, wenn man daran denkt, dass die UNO in Somalia kläglich gescheitert ist. Was hier geschieht, ist nur ein weiterer kolonialistischer Übergriff, verschleiert von einem Wort, Genozid. Tout ceci n'est qu'une action colonialiste, cachée sous les drapeaux d'un mot, le mot génocide. Alle Weißen, die Diener der Kakerlaken, hören nicht auf, dieses Wort zu benutzen. Dabei kann man den Begriff gar nicht verwenden, wenn auf beiden Seiten Leute umgebracht werden, wie es leider in Ruanda der Fall ist. Und sobald wir gesiegt haben, wird auch niemand mehr von Genozid sprechen. Si nous nous battons bien et que nous remportons la guerre.
Georges Rutschew hatte in den 90er Jahren in Belgien als kleiner Angestellter im Sozialbereich gearbeitet und sich unter anderem um behinderte Kinder gekümmert. Untersuchungen, die anlässlich des Prozesses gegen RTLM 6 Jahre nach dem Genozid geführt wurden, ergaben, dass er völlig zufällig in Kontakt mit der Hutu-Exilgemeinde in Belgien gekommen war. Entre fin 91 et début 92, que par hasard, Ende 1991, Anfang 1992 hat Rugio die ersten Ruander kennengelernt. Das war wegen eines Wasserrohrbruchs bei seinen Nachbarn. Wer weiß, vielleicht hörte er Schreie, Hilferufe. Und dann hat er sich wohl als Klempner vorgestellt, so wie er ja später zum Journalisten wurde, obwohl er diesen Beruf auch nie erlernt hatte. Alors qu'il n'a pas du tout fait d'études de journaliste et qu'il a aucune expérience, ben là peut-être qu'il s'est improvisé plombier. Von da an ging es sehr schnell. Rutschew fand Zugang zu extremistischen Studentenzirkeln, die aus dem Exil Juvenal Habyarimana den Hutu-Präsidenten Ruandas unterstützten. Bei den ihm von der internationalen Gemeinschaft aufgezwungenen Friedensverhandlungen von Arusha mit der Tutsi-Rebellenarmee drohte ihm der Verlust der Macht. Als Rutschew ein Jahr später nach Ruanda kam, hatte er die rassistische Ideologie der Hutu-Power-Bewegung bereits internalisiert. Nach nur einer Woche Probezeit wurde Rutschew auf Vermittlung des Präsidenten im Dezember 1993 Moderator bei RTLM. Der weiße Hutu, wie er sich selber gern nannte, oder Monsieur Georges, wie er bei den Hörern hieß, wurde schnell bekannt durch seine professoralen Exkurse in die europäische Geistes- und Politgeschichte. Chers éditeurs, comme chaque soir. Liebe Zuhörer, wie jeden Abend wollen wir unsere Gedanken etwas anregen. Dafür haben wir ein wenig in unserer Bibliothek gestöbert und einen Ausschnitt aus dem Fürsten von Machiavelli für euch gefunden. Auch wenn er das Buch über die politischen Maximen der Herrschaft bereits 1514 geschrieben hat, vor 480 Jahren also, möchten wir gesagt haben, gute Ideen sterben nie. Der Abschnitt soll eure Gedanken anregen und wir stehen bereit für eure Kommentare. Denn der Dialog und der Austausch scheinen uns wichtig. Und wenn ihr uns eure Kommentare lieber zusenden wollt, nur zu. Wir werden sie lesen und sie an unsere Zuhörer weiterleiten, wenn sie es wert sind. Hier also Machiavelli, der mit meiner Stimme zu euch spricht. Viele fragen sich, ob es besser ist, geliebt oder gefürchtet zu werden. Ich glaube, das eine wie das andere ist genauso notwendig. Aber weil es nicht einfach ist, beides zu vereinen, so glaube ich, dass es besser ist, gefürchtet als geliebt zu werden. Synchroniser un petit peu spécialiste des questions historiques. Rugio übernimmt die Rolle des Geschichtsspezialisten, des Politspezialisten. Er konstruiert seine Einlassungen aus vielen Vergleichen und ich denke, das ist seine eigentliche Bedeutung für RTLM. Er kontextualisiert die Geschichte Ruandas mit Vergleichen aus der Literaturgeschichte, aus der Philosophie. Er gibt damit den sehr basalen, ethnischen, rassistischen Diskursen jener Zeit ein intellektuelles Alibi. À ce moment-là. Kein Hutu weicht zurück. Namutu usubirinyuma. Je répète, Namutu usubirinyuma. Donc c'était la première phrase. Aucun Hutu ne recule. Das ist der erste Satz. Kein Hutu weicht zurück. Wer hat ihn gesagt und unter welchen Umständen? Wir haben heute Abend bereits von Hitler und der arischen Rasse gesprochen, die sich allen anderen überlegen fühlt. Die Parallelen zur aktuellen Lage sind offensichtlich. Hitler hat 1940 umfangreich aufgerüstet, wie es die Tutsi-Rebellen 1990 gemacht haben. Aber die Bürger Frankreichs haben Widerstand geleistet. Et bien pendant cette période, les citoyens français ont formé des positions de résistance. Ces gens qu'on a appelés des résistants. Die Widerstandskämpfer in Frankreich leisteten damals Unglaubliches, bis die Regierung unter de Gaulle aus ihrem englischen Exil zurückkehren konnte. L'Angleterre soit revenue et les y ait trouvé. Et bien, chers auditeurs, sachez que ces gens sont encore reconnus et célébrés. Diese Leute feiert man in Frankreich noch heute. Und auch hier in Ruanda sollen die Namen der Widerstandskämpfer bekannt gemacht werden. Die Namen derjenigen, die freiwillig gegen die Tutsi-Rebellen vom FPR kämpfen. Denn sie werden belohnt werden, sobald dieser Krieg zu Ende ist. Man muss sich das Studio von RTLM als gewaltige Energiemaschine vorstellen, die jedes einzelne Mitglied, jeden einzelnen Moderator, jede einzelne Aussage, jeden einzelnen Song gleichsam in sich aufsog und für die große Aufgabe des Kampfs der Hutu gegen die Tutsi synthetisierte.
Über RTLM sprach der genozidäre Staat zu allen und zu allem gleichzeitig, egal ob jung oder alt, Bauer oder Intellektueller. RTLM war tatsächlich das Radio, das allen gehört. Und für den ruandischen Zuhörer, der keine anderen Informationsquellen hatte, war Wahrheit von Lüge nicht zu unterscheiden. Vor allem dann nicht, wenn die Scheinwahrheiten so überzeugend vorgetragen wurden, wie von der populären Moderatorin Valérie Bemeriki. RTLM hat bereits 1000 Mal nachgewiesen, dass der FPR nur dank des Geldes ausländischer Aktionäre noch auf den Beinen ist. Und wenn wir ehrlich sind, hielten sie sich lange Zeit nur wegen Präsident Habyarimana. Dann sollen sie ihn doch wieder zum Leben erwecken, wenn er sie doch so gut beschützt hat. Aber sie haben es ja nicht mal bemerkt und ihn umgebracht. Unglück über sie, so wie es in der Bibel heißt. Unglück über sie, Unglück über sie, Unglück über sie. Malheur à eux, malheur à eux, malheur à eux. Die Stimme des Radios ist zugleich die Stimme des Führers und zugleich die Stimme Gottes. Die Stimme der Religion. Und eine wenig ausdifferenzierte bäuerliche Gesellschaft ist dann direkt zusammengeschaltet über das Medium mit dem Führer, mit der politischen Macht und auch noch mit der religiösen Macht. Und das ist eine Totalgarantie dafür, dass kein Schuldgefühl entsteht. Merci, Georges. Der zweite Satz ist... Überall, wo ich hingehe, sehe ich Parmi Hutu. Partout où je vais, il y a des Parmi Hutu. Liebe Zuhörer, es ist sehr wichtig, dass euch der Sinn dieses Satzes nicht entgeht. Ich werde ihn euch erklären, damit ihr wisst, was Ruanda von euch erwartet. Ihr wisst, seit wann die Kakerlaken angefangen haben, uns anzugreifen. Zu Beginn, als man sie nur Tutsi nannte, sind sie in Ruanda eingefallen und haben unsere Hutu-Könige vertrieben, die Söhne des Sebahisi, und haben das Feudalsystem errichtet. Aber 1959 hat sich das Volk erhoben. Ja, die Hutu haben sich erhoben und gesagt, niemals mehr kann die Mehrheit der Bevölkerung durch ein Tutsi-Grüppchen unterdrückt werden, dessen Anteil nicht mal 10% beträgt. Der Tutsi-König ist also ins Exil gegangen, die Republik wurde errichtet und die Tutsi haben dem Land den Rücken gekehrt. Aber im Exil angekommen, haben sie eine Rebellenarmee gegründet. Sie haben die Kunst des Tötens perfektioniert und uns immer wieder angegriffen, weil die Tutsi die Macht für sich beanspruchen wollten. Aber die Mehrheit der Bevölkerung hat sich geweigert, sich erhoben und gesagt, unmöglich. Und die ruandische Armee hat sich ebenfalls erhoben und gesagt, niemals. Und sie haben die Kakerlaken-Rebellen abgewehrt. Valérie Bemeriki spricht sehr schlüssig und gibt sich sehr volksnah. Sie erreichte damit die Massen, vor allem die auf dem Land, und war sicher die bedeutendste Stimme von RTLM. Nirgendwo auf der Welt hat eine Minderheit es je gewagt, die Waffen gegen die Mehrheit zu erheben, um sie auszurotten. Wer dieses Tabu bricht, stürzt seine eigene Rasse ins Unglück. Die Moderatorin vom Hate-Radio besonders, die argumentiert ja stark demokratisch. Nur sie hat ein ganz besonderes Verständnis von Demokratie. Nämlich, sagt die Tutsi, die sind die Minderheit und die wollen die Macht im Staat oder zu viel Macht. Wir sind aber die Mehrheit. Ihr Schluss daraus ist nicht, dass man zu einer Abstimmung geht und jetzt die Mehrheit die Minderheit überstimmt und entsprechend dann Funktionen übernimmt, sondern ihr demokratisches Verständnis ist, die Mehrheit darf die Minderheit umbringen. C'est donc eux qui ont introduit le problème ethnique au Rwanda. Die Tutsi waren es, die den ethnischen Konflikt provoziert haben. Sie waren es, die nie vergessen konnten, dass sie eine überlegene Rasse sind. Die nie akzeptieren konnten, dass Ruanda den Ruandern gehört und nicht einer kleinen Clique von Kakerlaken. Die Hutu aus Ruanda sollen wissen, dass es Zeit wird, sich zusammenzutun und sich nicht gegenseitig unter dem Vorwand des Mehrparteiensystems oder der Menschenrechte zu schaden. Denn ihr gemeinsamer Feind ist der Feudalherr mit Nilpferdpeitsche und Zwangsarbeit. Voilà le sens de cette phrase. Sie sitzt ja im Gefängnis und ist eine von denen, die verurteilt worden sind, die auch sprechen. Wenn man sie heute hört, sie ist sich keiner großen Schuld bewusst. Sie findet, sie hat das Richtige getan. Sie wurde von der Mehrheit getragen und findet eigentlich, sie sitzt zu Unrecht im Gefängnis, obwohl sie ganz klar zu Mord und Totschlag aufgerufen hat, ganz direkt. Mit der Revolution von 1959, und ich denke, Sie verstehen das, wurde der König verjagt, wurde die Monarchie abgeschafft und es begann die Demokratie.
Und wenn man den König verjagt, so verjagt man auch die, die mit ihm an der Macht gewesen waren. Wir verjagten also den König und all die, die mit ihm geherrscht hatten. Das heißt, die, die zur Ethnie der Tutsi gehörten. Elle connaît sa place, okay, elle s'entend très bien avec les autres. Valérie Bemeriki steht bei RTLM für ein ganz besonderes Ziel. Nancy Nkusi, Schauspielerin, Ruanda. Sie sagt sich, ich habe dieses Mikro, damit die Menschen verstehen, dass man die Tutsi umbringen, dass man sie auslöschen muss, bis zur Wurzel. Denn sonst töten sie unsere Kinder, unsere Ehemänner. Sie sieht die anderen nicht als menschliche Wesen. Valérie Bemeriki war die konsequenteste Ideologin des RTLM. Kantono Habimana war ein fürchterlicher Rassist, aber bei ihm war eher ein unideologischer, destruktiver Zug am Werk. Damit war er ein typischer Vertreter einer politisch desorientierten, ruandischen Nachwendegeneration, einer Generation, die sich nach dem Kollaps des realen Sozialismus nicht mehr als links oder rechts definieren konnte und auch keine neuen Identifikationsmöglichkeiten gefunden hatte. Für Leute wie Kantono Habimana war der Genozid eine Art große Party. Bringt uns Gras in großen Mengen, damit wir besser Widerstand leisten. Ja, und wir hören erst auf zu rauchen, wenn wir die Kakerlaken vernichtet haben. Valérie Bemeriki wurde einige Jahre nach dem Genozid von der neuen ruandischen Regierung gefasst und zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Ich habe sie mehrmals im Kigali Central Prison getroffen, wo sie einsitzt und, was eine unerhörte Ironie der Geschichte ist, ein Gefängnisradio betreibt. Sie gibt Kochtipps und macht ein religiöses Programm. Wir haben uns zusammengeschlossen, um den FPR und seine Unterstützer zu bekämpfen. Und die Unterstützer des FPR waren vor allem die Tutsi. Alle Tutsi im Landesinneren. Darin inbegriffen die Parteien, die für den FPR waren. Ja, das waren sehr heiße Sendungen. Das heißt, dass es Sendungen gegen den FPR und gegen die Tutsi waren. Ja, damals hieß es, wenn der FPR Kigali einnimmt, dann vergesst nicht, dass es die Abkömmlinge der Tutsi von 1959 sind. Vergesst nicht, dass sie die Monarchie wieder einführen werden, dass alle Hutu ausgelöscht und die Überlebenden versklavt werden. Valérie Bemeriki war geradezu besessen von der Idee des Endkampfs der Hutu gegen die Tutsi. Entweder wir oder sie. Insofern vollendete sie unbewusst das katastrophale administrative Projekt der Kolonialzeit, als die Unterscheidung zwischen Hutu und Tutsi eingeführt worden war, um das Land über eine so konstruierte Elite der Tutsi besser beherrschen zu können. Ils ont violé vos épouses. Ils ont violé vos enfants. Sie haben eure Frauen vergewaltigt, sie haben eure Kinder vergewaltigt. Und jetzt planen sie, uns mit der Unterstützung der Amerikaner und der Belgier endgültig auszurotten. Denn sie vernichten alles, was sie nicht an sich reißen können. Wie diese Frau in der Bibel, die sagte, dass das Kind zerrissen werden soll, wenn man es ihr nicht ganz geben kann. Ja, die Kakerlaken haben Gott vergewaltigt. Und sie würden sogar den Teufel vergewaltigen, wenn er es zulassen würde. Man hat uns berichtet, wie die Kakerlaken schwangere Frauen nahmen, sie mit einem Knüppel erschlugen und ihren Bauch öffneten, um den Fötus herauszureißen. Und der Fötus wurde auf die Erde gelegt und getötet, nachdem man auch ihm den Bauch geöffnet hatte. Und all dies wurde vor anderen Müttern getan, damit sie verstanden, dass auch sie ihr Leben verwirkt hatten und ihnen das Gleiche geschehen würde. Und ihr wisst, dass sie so viele Mütter, die ihre Kinder auf dem Rücken trugen, in den Lac Mohazi warfen, dass sein Grund vollständig von ihren Leichen bedeckt ist. Und nicht nur in den Lac Mohazi, sondern es sind alle Gründe der Flüsse und der Seen von Leichen bedeckt, bis hinauf zum Lake Victoria, bis hinauf zum Nil. Und man berichtet uns, dass selbst das Mittelmeer so voll von Leichen ist, dass die Schiffe keinen Weg mehr finden. Ihr versteht also, dass die Grausamkeit der Kakerlaken unumkehrbar ist. Die Grausamkeit der Kakerlaken kann nur durch ihre vollständige Auslöschung geheilt werden, die Tötung aller durch ihre endgültige Vernichtung. Ihr Ziel war es, den Feind zu besiegen, das heißt, alle Tutsi auszulöschen, nicht wahr? Vielleicht nicht alle Tutsi auszulöschen, aber alle aufzustöbern, die es gab. Wir wussten, dass es unter ihnen Elemente gab, die das legitimierten, die mit dem FPR zusammenarbeiteten.
Es gab nämlich welche, die ihre Vernichtung irgendwie überlebt hatten, weil sie sich versteckt hatten oder weil man sie verschont hatte. In der einen Hand hatten sie die Machete, in der anderen das Radiogerät. So hat George Rutschow bei seinem Prozess das Zusammenspiel zwischen den Milizen an den Straßensperren und RTLM beschrieben. La RTLM a diffusé sur antenne des messages avec des noms. RTLM hat die Namen von Leuten ausgestrahlt, hat ihre Nummernschilder genannt, zusammen mit der Beschreibung der dazugehörigen Autos, mit der Bitte, sie anzuhalten, sie zu überprüfen und die Leute, die so identifiziert wurden, in Gewahrsam zu nehmen. Das war mehr oder weniger ein Todesurteil für die Betreffenden. Une sentence de mort sur les personnes qui étaient identifiées. Oui, auditeur, il y a à peine quelques minutes, je viens d'apprendre. Ich habe soeben erfahren, dass 4 Tutsi-Rebellen der Kontrolle der Milizen entgangen sind. Diese Nachricht lässt uns ein Hausangestellter von Sincho Boy Bernard zukommen. Er ist immer noch am Telefon. Uraho Movandi, ufite miyakangai. Hallo, junger Freund, wie alt bist du? Ich bin 11 Jahre alt. Und willst du den Zuhörern vielleicht sagen, wie du heißt? Ich heiße Nzizurera Honest. Honest. Hast du in deinem Quartier Rebellen gesehen? Ja, sie waren zu viert, alle in verwaschenen Jeans. Sie sagten, zeig uns doch mal, wo sie heute Nachmittag die Leute umgebracht haben. Und sie zwangen mich, ihnen einen Schleichweg zu zeigen, damit sie an den Straßensperren vorbeikommen. Wo sind sie hin? 2 von ihnen gingen in Richtung Kimisigara, da wo sich die Gebäude der Apas-Schule befinden. Sie sind tatsächlich überall. In jedem Loch, in den Sümpfen, in den Toiletten, überall, wo es Unrat gibt. Sie trinken mittlerweile wie streunende Hunde Wasser aus den Latrinen. Was für eine Ironie, dass solche Leute unser Land regieren. Unsere Offiziere werden unsere Fahrzeuge benutzen und in unseren Häusern schlafen wollen. Wie ihr soeben gehört habt, können die Rebellen auch geheime Wege benutzen. Die Nachbarn von diesem Jungen sollen sich bei ihm erkundigen, wo er sich von ihnen getrennt hat. Jagt sie. Ihr 4, weil ihr heute zum allerletzten Mal RTLM hört, will ich euch Folgendes sagen. Ruanda gibt es nur einmal auf der Welt. Ruanda befindet sich hier in Zentralafrika, wo Gott es hingestellt hat. Und so müsst ihr auch verstehen, dass wir Ruanda uns von ein paar Ugandern nicht aus unserem Land vertreiben lassen. Und auch wenn ihr Kigali einnehmt, so nützt euch das gar nichts. Ihr stürzt euch damit nur in den Tod, denn Kigali ist eine Falle. Und wenn ihr euch in der Apasse-Schule verstecken wollt, erwarten euch da die Ruander bereits mit ihren Macheten und Knüppeln, um euch leiden zu lassen, bevor ihr sterbt. Ihr Unglücklichen in der Apasse-Schule, ihr werdet alle verrecken und niemand von euch wird es überleben, um darüber zu berichten. Honest, ukundu uwe muziki? Zouk. Am 4. Juli 1994 marschierte der FBR in Kigali ein und eroberte das Gebäude des RTLM. Georges Rutschow, Kantano Habimana und Valéry Bemeriki flohen mit den Regierungstruppen nach Gisenyi an der Grenze zum Kongo, dem damaligen Zaire. Das RTLM setzte seine Arbeit mit einer improvisierten Sendeanlage fort, die übrigens, wie das eigentliche Studio, mit europäischer Entwicklungshilfe finanziert war. Am 14. Juli fiel auch Gisenyi und es begann eine jahrelange Flucht. Es kam zu harten Kämpfen zwischen dem FPR und den Regierungstruppen. Es gab viele Tote, sehr viele Tote unter den Flüchtenden. Ich sage das, weil ich es gesehen habe. Wenn ich heute mit Ihnen spreche, so ist das nicht wegen mir oder wegen irgendetwas anderem. So ist das dank Gottes Hilfe. Aus Jägern wurden Gejagte. Die internationale Gemeinschaft, die für die Beendigung des Genozids so gut wie gar nichts getan hatte, schaltete sich nun ein, um immerhin im Nachhinein die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Als ich schon in Tansania war, schickte Belgien seinen Außenminister nach Zaire, um die dortige Regierung zu bitten, mich auszuliefern. Ich verließ also die Flüchtlingslager und suchte in Kenia Zuflucht.
Ich blieb in Kenia von 1995 bis 1997, wo ich schließlich vom Internationalen Strafgerichtshof gefasst wurde. Als sie mich festgenommen haben, flehte ich den Soldaten an, mich zu erschießen. Ich kämpfte mit ihm, damit er mich erschießt, denn ich sagte mir, dass man mich sonst eines grässlichen Todes würde sterben lassen. Ich verbrachte eine ganze Woche ohne etwas zu essen. Die Soldaten merkten, dass ich einen Hungerstreik begonnen hatte. Ich sagte mir, das ist das Ende meines Lebens. Sie werden mich zu Tode foltern. Ich sagte mir, sie werden mir einen Finger nach dem anderen abschneiden. Und dann die Hand, dann den Arm. Dann werden sie mir ein Auge ausstechen und so weiter. Das sagte ich mir und deshalb hatte ich keinen Appetit mehr. Georges Ruccio kooperierte mit den Ermittlern und wurde im September 2010 aus der Haft entlassen. Schon während seiner Flucht war er zum Islam übergetreten, was übrigens sehr viele der Völkermörder getan haben. Denn im Gegensatz zur katholischen Kirche Ruandas, die den Genozid offen unterstützt hatte, die größten Massaker fanden ja in Kirchen statt und auch RTLM sah den Genozid als Gottesgericht, kam es in keiner einzigen Moschee zu einem Massaker. Il va très très rapidement assimiler les principes de sa nouvelle religion. Er eignet sich die Prinzipien seiner neuen Religion sehr, sehr schnell an. Auch den heiligen Text. Bis zu einem Punkt, dass sein Verteidiger während des Prozesses, ein Tunesier und Muslim, völlig überrascht ist, wie schnell sich Ruggio den Koran einverleibt hat, ihn bei Gelegenheit sogar zitieren kann. Das geht bis hinein in die Kleidung. Er trägt einen Überwurf, er hat Schminke unter den Augen. Er ist ein puristischer, sogar extremistischer Muslim geworden. Ein Musulman, puriste, voire extremist. Et comme à l'époque il voulait être plus Hutu. Und so wie er früher mehr Hutu als alle Hutu sein wollte, der weiße Hutu, den niemand verdächtigen konnte, so will er jetzt mehr Muslim sein als alle Muslime. Ruccio schwor seinen früheren Überzeugungen ab. In seiner ersten Aussage im Prozess gegen das RTLM bat er die Ruander um Verzeihung für das, was er getan hatte. Je leur prie de comprendre. Ich bitte Sie, mir zu glauben, dass ich zutiefst und in aller Aufrichtigkeit bedauere, was 1994 in Ruanda geschehen ist. Ich bitte Sie, meine Entschuldigung zu akzeptieren für alles, was geschah. Ich weiß, dass ich nichts anderes tun kann, als die grässliche Wahrheit zu bezeugen und sie bekannt zu machen. Ich bin bereit, es zu tun, um das Unrecht, das Ihnen geschehen ist, wieder gut zu machen. Und ich bitte Sie noch einmal, mich zu entschuldigen und mir zu verzeihen. Et je vous prie encore de m'excuser et de me pardonner. Verzeihen, Versöhnung. Das ist auch die Strategie des neuen ruandischen Staats. Man muss bedenken, dass direkt nach dem Genozid 120.000 Häftlinge auf ihren Prozess warteten. Ein Mehrfaches war an dem Massenmord beteiligt gewesen, direkt oder indirekt. Das ist strafrechtlich nicht bearbeitbar. Hier kann letztlich nur eine Art Neustart helfen, eine Tabula rasa. So wie es während des Genozids keine ruandischen Bürger, sondern nur noch Angehörige verschiedener Rassen gegeben hat, soll es heute nur noch Ruander geben. Die Wörter Hutu und Tutsi sind offiziell sogar verboten. Und es ist natürlich klar, dass gerade Valérie Bemeriki die überzeugteste Vertreterin dieser neuen Ideologie ist. Ich glaube, ich kann behaupten, dass mein Verhalten sich grundlegend geändert hat. Es ist nicht mehr wie vorher. Es ist nicht mehr wie vorher. Ich denke, unser Land braucht Frieden. Das ist nicht nur Sache der Armee. Nein, das ist Sache der ganzen Bevölkerung. Das Volk sollte sich bewusst werden, dass wir alle Ruander sind. An all das denken, was uns vereint, nicht an das, was uns auseinanderbringt. Wir müssen die Liebe suchen. Es muss die Liebe sein, die uns vereint. La musique souvent nous parvient des États-Unis et elle est dédiée à tous les cafards de l'Ouganda qui ne parlent pas le français, et spécialement à Bill Clinton. Voici une musique toute neuve intitulée Whip Me. Der nächste Song kommt aus den USA und ich möchte ihn all den Kakerlaken in Uganda widmen, die nicht Französisch sprechen und vor allem dir, Bill Clinton. Es ist ein ganz neuer Song. Er trägt den Titel Rape Me.
Als wir in Ruanda waren mit unserem Stück, haben wir auch im ehemaligen RTLM-Studio gespielt, in dem sich heute ein Computershop befindet. Es war alles wie damals, wir waren on air, die Zuschauer standen auf der Straße mit ihren kleinen Radiogeräten, haben sich das Reenactment angehört und konnten die Schauspieler durch die Glasfront bei ihrer Arbeit beobachten. Das Reenacting ist deswegen toll, weil man diese vier Figuren da sieht und mitbekommt, was vier so Leute in einem Studio anrichten können. Über so einen Sender nach außen, die sich da als Popfiguren blenden, gerieren und lachen und ihr Bier trinken und immer auf den Knopf des Killings drücken. Und das ist natürlich nicht nur ungeheuerlich, sondern unheimlich. Viele der älteren Zuschauer hatten nach dem Genozid die Kassetten der Lieder, die beim RTLM gespielt wurden, weggeworfen, weil sie diese Songs nicht mehr hören konnten. Die Jüngeren, die Teenager aber, wippten mit, lachten über die Scherze der Moderatoren wie bei einem Konzert. Sie hatten keine Ahnung, was ihnen dazwischen den Songs untergejubelt wurde. Und da ist mir bewusst geworden, wie stark dieses Medium eigentlich ist. Liebe Hörer, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Sie waren in Begleitung von Kantano Habimana, Georges Ruggiero und Valérie Bemeriki. Am Mischpult Joseph Rudazikira. Mbere yuko turangiza ibiganiro byacu ariko nagira ngo mbanyuriremo agakuru gato k'umubyeyi twaganiriye aje arambaza ariko Kantano. Aber bevor wir aufhören, möchte ich noch von einer Diskussion erzählen, die ich gestern mit meinem Vater hatte. Er sagte zu mir, hör mal Kantano, du weißt doch, dass wir im Krieg sind und dass wir darüber traurig sind. Was also soll diese Musik, die ständig bei euch läuft, diese Musik für junge Leute, diese heiße Musik, bei der man immer mittanzen möchte? Als ich nach Hause kam und diese Musik bei RTLM hörte, war ich schockiert. Da antwortete ich ihm, in der ruandischen Kultur ist es oft der Fall, dass die Leute in Trauer sind. Aber auch wenn sie wie wir heute traurig sind und weinen, nimmt immer jemand die Harfe und spielt ihnen ein Lied. Denn man kann doch nicht sagen, dass während einer Zeit wie dieser die Leute nicht lachen sollen. Nichtsdestotrotz ist RTLM in Trauer. Wir wollen also nach vorne schauen. Lasst uns den Tag abschließen, wie wir jeden Tag abschließen, mit einem Lied von Jodassin, das unser Präsident so sehr liebte. Le dernier slow. Unsere Streitkräfte sollen es hören. Sie sollen tanzen, an der Front die Stellung halten und diese Selbstmörder endlich aufhalten. Mugire courage na ejo. Et si ce soir on dansait le dernier slow, comme si l'air du temps se trompait de